Und da sind wir auch schon wieder mit Let's Play Pokémon Mystery Dungeon, Rettungsteam Rot. Beim letzten Mal haben wir Xatu in der Riesenschlucht aufgesucht und haben etwas über unser Schicksal oder über uns erfahren. Ob das so gut ist, ist die Frage. Ich habe gerade noch ein Video aufgenommen, ein kleines Ankündigungsvideo, das ist für euch schon lange in der Vergangenheit. Aber in dem Video geht es darum, was es über den Kanal gibt, was bald ansteht. Guten Morgen, Sarah. Setzen wir unsere Arbeit fort. Aber vorher muss ich dich etwas fragen. Erinnerst du dich an das, was Xatu gestern gesagt hat? Bereitet dir das Sorgen? Ja, ich dachte mir schon, dass es dir Sorgen macht, Sarah. Es gibt wohl eine Verbindung zwischen dem Ungleichgewicht der Welt und deiner Verwandlung in ein Pokémon. Und aufgrund dieses Ungleichgewichts leiden wir unter Naturkatastrophen. Und da fällt mir gerade mein Headset vom Kopf. Und das ist gerade nicht sehr gut, aber ich krieg das locker hin. Ohne dass ihr das merkt, hoffentlich. Das Schlimmste ist, dass unsere Welt zerstört wird, wenn das Gleichgewicht nicht wiederhergestellt wird. Ich möchte etwas tun, aber eine Sache verstehe ich nicht. Also das Gleichgewicht der Welt. Was zum Himmel ist das überhaupt? Sarah, weißt du das, was ist das Gleichgewicht der Welt ist? Na klar! Ja, Sarah, du weißt es. Bitte erklär es mir, was ist das Gleichgewicht der Welt? Das Weltall! Das All? Da wo die Sterne und der Mond sind? Meinst du dieses All? Ich verstehe es immer noch nicht. Wo genau im All befindet sich denn das Gleichgewicht der Welt? Sieh nach! Geh hin! Greif zu den Sternen! Wie? Ins All gehen? Und wie kommen wir da hin? Mit viel Mut! Was meinst du mit Mut? Wenn es nur darauf ankommen würde, dann wäre dies alles hier nicht nötig. Du weißt also auch nichts darüber, Sarah. Ich habe absolut keine Ahnung, was das Gleichgewicht der Welt ist. Und um ehrlich zu sein, ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, was wir jetzt tun sollen. Ich denke, wir müssen tun, was wir können, aber eins nach dem anderen. Ja, wir gehen es heute etwas ruhiger an, lassen uns wirken und greifen zu den Sternen. Vorher will ich jetzt aber nochmal jemanden abholen, und zwar Speedy. Tut mir leid, Roman, du musst leider versauen, du bist scheiße. wir geben dir mal ein Gummi. Ein Silbergummi. Effizienzexperte. Angriff steigt um 1. Ich glaube, das sollte ich mal öfter machen. Eben! Spezieller Angriff schon, Speedy steigt um 1. Ja, okay, das ist nicht so gut. Vielleicht können wir es ja öfter machen. Ich glaube, ich mache das jetzt gleich mal. Vorher räumen wir unser Inventar auf. Hä? Wovon reden die? Ja, ich bin schockiert. Jetzt sagt jemand, das sei nur eine Legende. Aber kann sie wahr sein? Das ist ja kaum zu glauben. Hallo, wovon redet ihr? Nun, ihr kennt doch die Winona-Legende, diese alte Geschichte. Die Legende von Winona? Was ist das für eine Legende? Was, ihr kennt sie nicht? Das ist doch das ist doch dieses alte Märchen. Dass man verflucht wird, wenn man einen von Winona Schweifen berührt. Man hat immer gedacht, das wäre nur eine Legende wäre. Aber in letzter Zeit munkelt man, dass da doch was dran sein könnte. Nun ja, es ist immer noch nur ein Gerücht. Ich an eurer Stelle würde darauf nicht viel geben. Ich persönlich halte ja gar nichts von solchen Gerüchten. Wenn ihr mehr über die Volnona-Legende erfahren wollt, solltet ihr das Pokémon namens Velsa besuchen. Er kennt die Geschichte gut. Velsa ist, ihr wisst schon, in einem Teich. Ja, der Velsa war ja. Besucht ihn, wenn ihr mehr wissen wollt. Okay. Die Volnona-Legende, ja, in den Pokédex-Einträgen steht auch viel über die Legende. Und ich soll jetzt erstmal bei Kamigama mein Lager einräumen. So, ein paar Äpfel. Apfel! Sinelbeere, Top-Elixiere. Ja, das kann alles weg. Ohne Rest. Ja, danke schön, Kangama. Wenn wir dich nicht hätten, ne? Mit jemand anderen! Mein Kangama passt perfekt dafür. Schließlich hat er einen großen Beutel. Da ist es dann, ja. 500. Ja. Gutes Geld. Ja, momentan dabei. 2400. Wir kommen ja erstmal billiger Bank, ja, lagern. Wir wollen unseren Betrag mal verdoppeln. 4000. Das
bestimmt auch mal gut, aber wir packen jetzt mal unsere ganzen Gummis mit ein, ne? Wir packen unsere Gummis mit ein und dann gehen wir einmal zu unserem Speedy. Was hat jemand gehört? So, die ganzen Gummis nehme ich einfach mal mit. Ist was so? Weißgummi, so die ganzen Gummis. So, Weißgummis. Den Rest der Weißgummis. So. Damit haben wir die ganzen Gummis schon mal aus dem Lager raus. Und kann gar mal nicht so viel zu tragen. Und wir sind schon bei 5 Minuten. Na, wir gehen es mal ein bisschen ruhig an. Wir wollen Speedy besuchen. Und zwar. Ist jetzt erstmal vollgestopft. Und zwar fangen wir an mit den Orange-Gummis. Angriff steigt. Spezialangriff steigt. Statusprüfer lernt er jetzt. Spezialverteidigung. Spezialangriff. Oh, hat den Einsatz loyal. Also hat die Fähigkeit loyal. Spezialverteidigung. 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 Angriff. Und er fliegt gerade in der Fliege durchs Gesicht. Selbstheiler. Spezialangriff. 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 Nochmal Spezialangriff. Verteidigung. Angriff. Spezialverteidigung. Verteidigung. Und Angriff. So, das war's dann auch. So, wir gucken uns erstmal deinen Bericht an. Das sind doch Werte, die sich sehen lassen können. Ja, Angriff von 41. Das ist gut. So. IQ prüfen. So, AP-Prüfer. Das Pokémon wird keine Link-Attacke einsetzen, wenn deren Verbindung kurz vor der Auflösung steht. Es wird auch keine Attacken einsetzen, deren AP verbraucht sind. Gut. Loyal. Wenn es sich im Konfusionsstatus oder Kauernstatus befindet, werden seine unkoordinierten Angriffe keine Freunde treffen. Das heißt, das ist bei uns schon mal passiert, glaube ich. Wenn wir verwirrt sind, können wir unsere Teammitglieder angreifen. Das ist nicht so gut. Wir nehmen jetzt mal mit. Das haben wir schon einmal durch. Also sind wir schon mal durchgekaut. Kämpft das Pokémon gegen mehrere Gegner, wird es zuerst den angreifen, der die niedrigsten KP hat. Ja. Selbstheiler. Das Pokémon erholt sich schneller von Statusproblemen. Ist auch gut reisender, das heißt, er bewegt sich selber. Leidet ein Pokémon unter Statusproblemen, wird das Pokémon keine Attacken einsetzen, welche die gleichen Statusprobleme auslösen würden. Das heißt, er wird zum Beispiel nicht Doppelgiftbude einsetzen. Itemmeister, Attackennutzer. Ich muss das nicht ausgewählt. Achso, das funktioniert dann nicht mit dem AP-Prüfer. Okay. So, nehmen wir Speedy einfach mal mit. Und gucken uns einmal den Velsa-Weiher an. So, jetzt habe ich immer noch Zeit, kurz über mein anderes Video zu sprechen. Und zwar habe ich dort darüber geredet, was aus meinem Kanal wird. Was ich da so vorgenommen habe. Es wird sich auch mal ein Video geben, wo ich einfach nur rumragen werde. Also, mir wird gesagt, ich kann mich relativ gut aufregen. Ich habe einmal mich mit einem Freund unterhalten und wir haben uns einen kleinen Witz ausgesucht. Und zwar ich habe mir seine Freundesliste angeguckt. Er hat vorher noch ein paar Namen rausgepickt. Die Person war auch damit einverstanden. Die saßen auch mal zumeist mit in der Skype-Konfi. Und ich habe mich einfach über die Person aufgeregt. Ich habe irgendeinen kleinen Grund, habe ich relativ hochgeschaukelt und alle fanden es relativ witzig. Deswegen möchte ich mir irgendwann ein pures Rage-Video machen. Wir gucken jetzt erstmal hoch zum Velsa-Weiher. Oh, da seid ihr beiden noch. Hallo, Velsa. Oh, ich soll von alten Legenden erzählen. Wie war das? Ich soll euch von der Voldona-Legende erzählen. Also gut. Dann werde ich sie erzählen. Es lebte einst ein Pokémon mit Namen Voldona. Nun, Voldona hat viele Schweife und jedem von ihnen wohnten psychische Kräfte inne. Es hieß, der Unglücksrabe, der einen davon berühren sollte, würde für 1000 Jahre verflucht werden. Ich stelle mir das gerade so relativ blöd vor, wenn in irgendeinem Pokémon-Kampf der Trainer plötzlich wenn Voldona ins Gesicht geschleudert bekommt, keine Ahnung, durch den Tackle oder sowas, keine Ahnung. Und er berührt einfach alle 9 auf einmal. Das tut mir da irgendwie leid. Und tatsächlich hatte eines Tages jemand das Pech, einen Schweif zu berühren. So ganz aus Versehen. Oh nein, das wollte ich gar nicht. Es war ein Mensch. Ein Mensch? Ja, ein Mensch!
Wie zu erwarten, sollte dieser Mensch mit einem tausendjährigen Fluch belegt werden. Als aber der Mensch vom Fluch getroffen werden sollte, schützte ihn ein Pokémon namens Gardevoir. Es opferte sich und wurde selbst von dem Fluch getroffen. Warum nur hat das Pokémon Gardevoir den Platz des Menschen eingenommen? Für Gardevoir war dieser Mensch ein Partner. Ja, man sagt ja, Gardevoir sind, also Gardevoir, die Mehrzahl halt. Gardevoir schützt seinen Trainer, egal wie, sogar mit seinem Leben. Deswegen ist Gardevoir wohl mein Lieblings-Pokémon. Hm. Und zwischen Menschen und Pokémon bestehen sehr starke Bande. So weit, so gut. Aber Menschen, gibt es nicht gute und schlechte Menschen? Sehr richtig. Aus Mitleid mit Gardevoir fragte Vonona den Menschen. Es fragte, willst du Gardevoir retten? Doch der Mensch ließ Gardevoir im Stich und floh. Vonona war so enttäuscht von den Menschen, dass es furchtbar wütend wurde. Und es sagte Folgendes voraus. Dieser Mensch wird eines Tages als Pokémon wiedergeboren. Wie bitte? Ein Mensch verwandelt sich in ein Pokémon? Das kennen wir doch irgendwoher. Und wenn dieser Mensch zum Pokémon wird, gerät die Welt aus dem Gleichgewicht. Und so endet die Legende. Na, hat euch die Geschichte gefallen? Wollt ihr vielleicht ein Bonbon oder sowas? Ihr fandet sie so interessant, dass euch die Worte fehlen, was? Jetzt guckt doch nicht so ernst rein, ihr beiden. Es gibt zwar tatsächlich einige, die behaupten, dass die Legende wahr ist, aber das ist wirklich nur ein altes Märchen. Nichts weiter. Wenn ihr die Legende noch einmal hören möchtet, dann kommt zu mir. Ho, ho, ho. Okay, das ist jetzt gerade etwas schwere Kost. Kann es sein, dass wir dieser Mensch sind, der in Vonona's Legende und in Vonona's und Gardevoir's Legende vorkommt? Weil wir waren vorher auch ein Mensch und sind wir wirklich dafür verantwortlich und haben Gardevoir im Stich gelassen? Und ich spoil das einfach mal jetzt, ne? Also das Pokémon in unseren Träumen, das ist Gardevoir. Man sieht es auch offensichtlich. Warum erscheint dieses Pokémon in unseren Träumen? Sind wir sogar dieser Trainer? Dieser Mensch? Ach Gott. Sag mal, sollen wir heute Schluss machen? Irgendwie fehlt mir heute die rechte Motivation. Tut mir leid, ich wollte nach Hause, bevor wir unseren Job beendet hatten. Aber irgendwie fehlt mir die Motivation. Vielleicht, weil man mir die Legende erzählt hat. Ich werde nach Hause gehen und versuchen, ein bisschen Schlaf zu finden. Bis morgen. Sora, es tut mir leid. Sieht aus, als hätte er genießt. Da guckt er so. Ich fing an dir zu zweifeln, Sora. Ich werde mir von nun an keine Sorgen mehr machen. Ich werde an dich glauben, Sora. Weil du ein Freund bist, wie sonst keiner es ist, Sora. Du bist ein Freund, wie man ihn nur einmal im Leben findet. In Ordnung, Sora. Lass uns morgen wieder unser Bestes geben. Ich weiß nicht mal, wie alt du bist. Ich weiß nicht mal, wie dein Nachname heißt. Und wieder ein Traum? Schon wieder. Da ist wieder dieser Traum. Ich sehe immer nur diese Silhouette. Wie kann das sein? Wie? Es sagt etwas. Ich kann es nicht genau verstehen. Es ist besser zu hören als vorher, aber ich versuche mit ihm zu sprechen. Hallo, bitte rede mit mir. Wer bist du? Ich bin Gardevoir. Gardevoir? Ich bin so froh. Endlich. Endlich begegnen wir uns. Oh Gott, Jesus. Avatar! Endlich begegnen wir uns? Du kennst mich von früher? Was ist mit mir? Ich bin dein... Nein, warte, bleib noch. Ich möchte mehr erfahren. Nein, es verschwindet. Ach, verdammt. Ja, jetzt hat sie es auch selber uns noch erklärt, dass sie Gardevoir ist. Am nächsten Morgen. Schwere Kost. Was für ein komischer Traum. Es war der Traum, den ich immer habe. Aber diesmal war es etwas klarer. Ich glaube, ich weiß jetzt, welches Pokémon mir im Traum erscheint. Genau, Gardevoir. Es war Gardevoir. Gestern sagte Welser. Ja, ein Mensch. Wie zu erwarten, sollte dieser Mensch mit einem tausendjährigen Fluch belegt werden.
Als aber der Mensch von dem Fluch getroffen werden sollte, schützte ein Pokémon namens Gardevoir. Es opferte sich und wurde selbst von dem Fluch getroffen. Es ist so ein Projektil, so. Mm, und sie wirft sich dann so ganz melodramatisch in die Schussbahn. Gott, das ist eigentlich so ein herzzerreißender Moment, aber ich ruiniere ihn total. Warum? Warum hat das Pokémon Gardevoir den Platz des Menschen eingenommen? Für Gardevoir war dieser Mensch ein Partner. Und zwischen Mensch und Pokémon bestehen sehr starke Bande. Vielleicht bin ich der Mensch, der Gardevoirs Partner war. Vielleicht habe ich damals Gardevoir im Stich gelassen, als der Fluch sie traf. Und vielleicht wurde ich deshalb in ein Pokémon verwandelt. Oh Gott. Das geht einem wirklich nah. Ah, Gott. Ich muss jetzt erstmal. Ich kenne das Spiel schon zwar und auswendig, aber es geht mir immer wieder nah. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Der Pokémon Mystery Dungeon, Rettungsteam Rot. Bis zum nächsten Mal.